So, willkommen zurück zu Fallout 4, dem Spiel, wo wir eigentlich genau das gleiche machen wie im letzten Zeitungsverkäuferkappe. Die bräuchte ja nicht, Piper. Wir sind auf jeden Fall immer noch im Switchboard, dem Geheimquartier unter irgendeinem so komischen. Oh, hier, ist ein schönes. Ich habe beim letzten Mal wie glatt übersehen den Fusionskern. Was? Strohkissen? Was? Barrett kann ich nicht. Das ist kein Barrett, das ist einfach nur. Das ist einfach nur ein Plüschball. Wir sind auf jeden Fall hier immer noch in der lustigen Station, im ehemaligen Hauptquartier der Railroad, das irgendwie, naja, minimals gestürmt wurde vom Institut und die sind jetzt nämlich auch alle. Ach mal, ich kann das zentrale Terminal, kann ich ja so benutzen. Dann machen wir das nochmal kurz. Wenn ich hier noch hacken kann, dann hacke ich natürlich bei der guten Gelegenheit. Hacken ist immer gut. Hacken ist Lieben. Hacken ist Liebe, Hacken ist Leben. So. Retweeted. Null Treffer. Halleluja. Warum ist das ja nicht schon wieder mehr herangesucht als das andere Ding vorhin? Retweeted hat null Treffer gehabt. Das ist vor allem der Experte. Das ist. Obwohl so wie mir das Gefühl auftreibt, dass bei Expertendingern mehr Klammern drin sind. Eine Klammer. Ja, reicht. Hast du die Vorgänge auch gespielt? Jein, ich habe Fallout 3, die Hauptquest zumindest, durchgespielt. Noch ein bisschen was anderes, aber nicht als Let's Play. Und ich habe Fallout New Vegas als sehr langes 400 Folgen Let's Play gespielt. Also, und Fallout 1 habe ich neulich beim anderen YouTuber geguckt. So, welches Wort hatte keinen Treffer? Ich habe keine Ahnung. Ach, Convicted hat auch null Treffer. Also, lange Wörter muss man immer so lange vergleichen. Okay, das ist Suspected, Computer. Auch nicht! Also wir wissen, dass es nicht auf Add-In, das muss ja nicht Stadion sein. Aber klar. DEFCON-Status? Oha. Anchorage und Warnung, DEFCON 3. Compact File meldet 93 Unterwasserobjekte vor Küste von Kalifornien. JCB Fehler zu erteilen. Yusuf hat Schwadronen in großer Höhe über die Beringstraße gesicht. Möglicherweise chinesisch. Ions meldet 4 wahrscheinliche Starts. DEFCON 2. NORAD bestätigt Starts. DEFCON 1. Autodefensiver Befehl. Reaktionsszenario MXCN 91. Wiederhole. Mhm. Also das war auf jeden Fall anscheinend der E-Fall hier. Also das ist also angefangen. Das ist, also tatsächlich, scheinbar haben die... Also wir wissen jetzt immerhin, wer den Krieg angefangen hat. Es waren tatsächlich die Chinesen. Ah ja, DEFCON Archiv. Datenbank bestätigt. Oh. Das haben also die Chinesen haben also den Krieg angefangen. Gut, das wusste ich eigentlich schon vorher, aber... Jetzt ist es noch mit absoluter Sicherheit. Jetzt haben wir kurz mal die... Haben wir hier noch schon das noch ein Computer? Was bringt das? Das ist ja nicht das für ein Sperr. Die Tür ist ja schon offen, oder nicht? Ah, Leute, das geht zweimal. Nein, Versuch zurückgesetzt. Preparing. Schön. Ach so. Ach so, das macht das einfach nur aus. Nee, das ist ja... Das bringt mir ja überhaupt nichts. Die hätte ich ja so oder so... Feindliche Präsenz. Oh, das ist ja richtig dämlich. Jetzt kann ich die Dinger nicht plündern, oder was? Ah, das war richtig dumm. Da bist du, die müssen terminiert werden. Armserbo. Das war's dann wohl. Wow. Das ist ja richtig dämlich. Welche Dinger so deaktiviert, kann ich die nicht plündern? Also noch. Bewegung entdeckt. Seltsam. Die wollen hier einfach nur reden. Hat, sagt ihr ja nicht mal, ah, vielleicht wollen die einfach nur reden oder? Die reden einfach, die wollen. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Schön, mach das mal, aber erstmal in die andere Richtung. Oh, da hinten sind. Das ist ja noch eine, die habe ich gar nicht gesehen. Tropfen. Institut Schrotthaufen. Auf nimmer Wiedersehen. 4 Schuss brauche ich. Nee, 5 waren es. Schön an so einem Spiel wie Fallout ist, man kann damit relativer Sicherheit einfach nachladen, wenn man merkt, dass es kurz ruhig ist. In anderen Shootern springen plötzlich Leute um die Ecke, wenn du nachladen willst. Das ist natürlich, krieg ich auf. Kein Problem. Schaffe ich. Stimmt. Nein. Du hast ihn angemessen beantwortet, ja. Ich finde auch, ich kann gut mit Worten. Ich bin quasi ein Naturtalent. Schön. Wie schön. Vor allem hätte der Deacon nicht gleich mal die Schlüssel für alle Räume hier mitbringen können. Ach, siehst du, Deacon schleicht ja sogar mit. Das ist ja witzig. Und Quicksave. Nicht, dass ich wieder sterbe, das würde mich sehr nerven. Ich könnte doch mal eine Granate werfen, fällt mir so auf. Ach, wenn Granaten werfen nicht auf so einer dummen Taste. Sick Int. Achso, hier ist wahrscheinlich einfach die. Empfangsbereich ist das hier. Wenn das Granatenwerfen mal ein bisschen besser funktionieren würde in diesem Spiel. Ist da jemand anwesend? Ich wusste, dass sie mich zeigen würden. Zurück auf den Schrottplatz mit dir! Verdammt! Ach, fuck! Ich hab's noch immer in einem Stück. Oh doch, der Plan der Granate hat doch ganz gut funktioniert. Was hat er denn hier?
Leichtbau laminiertes Hündnis? Aufgeregt? Was hat er denn alles beigehabt? Wo ist denn nur dieser Abspielknopf? Carrington, Stanley, Sarah, wo sind denn alle? Sesam, öffne dich. Chemikalienanzüge. Das ist ja eine richtig dicke Tür. Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da, Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Was ist so besonders an der Pistole? Tüfteltom hat sie restauriert. Du lernst ihn später noch kennen. Modernste Altwelttechnologie. Mächtiger Rums, aber noch wichtiger, sehr leise. So eine Waffe findest du kein zweites Mal. Erlöser, verbessert Treffer von VATS. Ach, das sieht doch aus wie eine M1911, oder? Ja, nehmen wir mal. Schnapp dir Carringtons Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du... Perfekt! ...bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Ist das eine Gegensprechanlage, die Dinger hier, oder was sind diese Teile, die hier ranhängen? Was kann die Pistole jetzt aus? Ich meine, das ist Scheingedämpft, konnte ich schon vorher bauen. Das ist... Was benutzen die für eine Munition? Ist jetzt die große Frage. Wo ist denn das Ding hier? Der Erlöser. Vor allen Dingen kommt das, heißt das Veritas und Varitas? Das war doch, welcher Film war denn das? Wo die beiden Brüder sich da lustig durch die Gegend ballern. Wie heißt die Mods, dass du mit Ziffern beim Reden auswählen kannst? Das ist, Better... Wie heißt denn das Ding? Das heißt irgendwie irgendwas Dialog. Seltsam. Mit Ziffern kannst du, glaube ich, immer auswählen, aber das wichtig... Was verschießen die Waffe bitte schon für Munition? Braucht 10mm. Weißt du, eigentlich ist ein M1911 eine 10mm Pistole, wie man eben merkt. Das ist einfach nur ein Mod, der dafür sorgt, dass die Dialoge voll ausgeschrieben sind. Das ist eigentlich der wichtige Teil des Mods, dass da Ziffern dran stehen. Das ist mir relativ wurscht, weil ich ja sowieso die Dinger mal klicke, aber. Databanked? Mir ist halt sehr wichtig. Was sind das da für eine lustige Affe? Vor allem gibt es hier nicht nirgendwo noch einen Vault Boy oder so? Forschungsterminal, die gucken wir uns gleich an. Aber erst möchte ich kurz gucken, ob ich hier irgendwo vielleicht noch einen Vault. Wie viel von dem Zeug funktioniert wohl noch? Alles. Oh, guck mal hier. Und welche lustigen Pläne für Roboter. Jengels, der Mondaffe. Hatte ich nicht neulich schon mal irgendwie... Hatte ich nicht... Lol. Warte mal. Psst. Sag einfach Bescheid. Ja, warte. Psst. Wohin? Schnapp's dir. Na klar. Danke. Was gibt's? Ja, aber es gibt hier echt keinen Vaultboy und keine Hefte. Nicht mal irgendwie so ein kleines Nikola-Tesla-Buch. Oder ich bin einfach nur unfassbar schlecht im Finden von diesen Büchern. Na egal. Hab's nur auf Englisch gefunden. Das ist eine Makarov. Echt? Sieht voll aus wie eine M1911. Egal, das ist halt eine Makarov. Russische 0815 Waffe. Berichtabschnitt 1091, 1092. Zusammenfassung. Die PEM-Initiative trägt bereits Früchte. Ausländische Mitarbeiter berichten, dass die korrektiven Maßnahmen in der Region der Firma Pharma-Sau-Straße bereits zu einer umfassenden Stabilisierung der Lage nach der Pascalet-Zwischenfall beigetragen hat. Die erste Iteration der PAM-Kerncodes haben die Effektivität des Programms deutlich erhöht, aber ohne drastische Maßnahmen ist mit sinkenden Gewinnen zu rechnen. Das Team fordert eine Verdopplung des Budgets für das kommende Geschäftsjahr. Mit zusätzlichen modernsten Datenbanken könnten wir die Rechenleistung von PAM verdreifachen. Darüber... Achso, hä? Wie ging denn das hier mit... Darüber hinaus musste die PAM-Initiative vollständig dem militärischen zivilen Geheimdienstapparat angeschlossen werden. Die beiden Punkte sollten uns gegenüber den Chinesen einen entscheidenden Vorteil schaffen. Mhm. Aber ich habe noch nicht alles gelesen. Moment, zurück. Speicherte Mitschriften. Offizielle Aufzeichnung. PAM lässt das Szenario UdSSR-China-Angriff ablaufen. Bearbeitung läuft. Frage, welche Ziele verfolgt das Vorsitzende mit diesen hypothetischen Fakten? Eroberung, Programm ausführen. Deine Antwort folgt keiner Logik. Nach einem idealen nuklearen Erschlag würden dennoch 59% des amerikanischen Nuklearsenals für einen Gegenschlag übrig bleiben. These, was zerstört ist, kann nicht erobert werden. PAM-Vorsitzender Schengen handelt nicht immer logisch. Er trifft nicht nur die logische Entscheidung, wir haben das eigentliche schon hinter uns. Achtung, menschliche Varianz führt zu einem höchst fehlerhaften statistischen Modell. PAM-Programm ausführen. Achtung, Achtung, Notfallabstellung. Verdammt, wir haben sie verloren. Ausschalten, haben sie das Abschlussprotokoll, was? Könnten Sie bitte für den General wiederholen, was Sie mir eben gesagt haben? Chinesische Tarntechnologie übertrifft unsere Möglichkeiten bei Weitem. These, der chinesische Geheimdienstapparat ist groß genug, um umfangreiche Forschungsprojekte vor amerikanischen Agenten geheim zu halten. Folgerung, die Chinesen führen zu 91% groß angelegte Experimente mit Tarntechnologie durch. Groß angelegt? Wie meinen Sie das? Was haben Sie für Möglichkeiten?
Amerikanische Projekte mit dieser Technologie bezogen auf Stealth Bomber beschäftigen sich lediglich mit der Nachkonstruktion erbeuteter High-Guy-Anzüge. Die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen die Technologie baut, ist unbekannt. Allerdings sollte die sogenannte Geisterflotte, die von der Station AD-31 und BI-19 bereits im November berichtet wurden, darauf hin, dass bereits erste Objekttests mit tauchfähigen Fahrzeugen durchgeführt wurden. Großer Gott, meinen Sie etwa, die haben Tarnu-Boote? Eine zweite Näherung ist ergebnislos. Erklärung, die Logik dieser Annahme erhält zu viele Varianz. Es werden weitere Daten benötigt. Sie können mir also nicht nochmal eine Einschätzung geben. Mensch-Maschine-Schnittstelle abgebrochen. Tut mir leid, Sir. Wir versuchen einige ihrer Fehler zu beheben. Pam, nun sie wird bei ihr zu vielen Rätselraten richtig stur. Stur? Sie ist eine Maschine. Sir, mit jeder neuen Version wird sie merkwürdiger. Ich werde diese Tarnu-Boote Mist auf keinen Fall den Vereinigten Staaten verzehren. Es sei denn, es gibt Beweise. Es wäre absolut lächerlich, auch nur anzunehmen, dass die Chinesen an so etwas Großen gebastelt haben, hätten, ohne dass wir davon Wind bekommen. Seit 3,1 Jahren sind nahezu keine belastbaren Hinweise durch die Provinz Shaanxi gedrungen. Allerdings bezeichnet die Provinz einen drastischen Anstieg bei der Importen komplexer Polymere und weiteren wichtigen synthetischen Stoffen. Die Menge, um die es dabei geht, entspricht den Zahl der Tarntechnologieforschung auf Makroebene. Bis wir etwas Konkretes liefern können, will ich keine gottverdammtes Wort mehr über die Sache hören. Aha! Die Chinesen haben also ihren Erstschlag mit unsichtbaren Atomschiffen ausgeführt. Ich glaube, man hat in New Vegas, hat man auch einen Chinesen. Oder war es ein Fallout 3? Hat man auf jeden Fall einen chinesischen Tarnanzug finden können. Und vor allen Dingen in Old World Blues findet man auch noch einen Tarnanzug, der mit einem redet, der, glaube ich, den chinesischen nachempfunden war. Da ist es, Sir. Mach weiter. Zieht die Kabel raus. Sie ist frei. Sind Ihre Daten noch intakt? Das wissen wir erst, wenn wir sie hochfahren. Mensch-Maschine-Schnittfälle wurde aktiviert. Meine Güte, sie funktioniert. Die Zahlen sehen gut aus. Analyse dieses geografischen Punktes im Raum wird gestartet. Es ist wirklich da drin. Unfassbar, dass es wirklich passiert. Nach allem, was sie im Juli getan hat, wie ich gehört habe, wird sie vielleicht ins Weiße Haus geschickt. Bewertung abgeschlossen. Guten Tag, Dr. May und Dr. Ramirjian. Die Schnittstelle macht sich wirklich gut. Wenn sie es am Laufen lässt, hast du gesehen, wie viele Zyklen Malkin dafür braucht? Pam, führt die Hauptfunktion aus. DEFCON ist aktuell bei 3. Die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Gefährdungsgrad liegt in diesem Monat bei 12%. Um die globale Stabilität zu erhöhen, sind unterschiedliche Strategien notwendig. Ich werde den General melden, dass Pam einsatzbereit ist. Also sie haben scheinbar eine künstliche Intelligenz schon damals schon gehabt, die in ihre Militärdaten analysieren sollte. Ach, das geht nicht, wenn ein Wort zwischenfällt. Das ist interessant. Die Klammern müssen frei stehen. Das wusste ich übrigens noch gar nicht, dass die Klammern nicht um Wörter rumstehen dürfen. Wie viele Treffer hat Owned? 1. Die Wörter sind zum Glück relativ repetitiv. Haben wir alle? Nee. Da ist richtig klammerreich, das Ding. Was bleibt noch übrig? 1, 2, 3, 4, 5 Wörter. Ich habe noch 3 Versuche. Verdammt. Warte, Owned hatte einen Treffer, ja? Und nein, Magic. Und nein. White, nein. Hours, nein. Doors. Nein, Doors hat einen Treffer. Warte mal, Doors hat einen Treffer. Dann kann es ja White schon mal nicht sein, ja? Hours? Auch nur ein Treffer. Jetzt ist es aber auch kriminell. Was ist denn die Gemeinsamkeit von Hours und das Ohr an zweiter Stelle? Hä? Hours und Dings? Haben die noch mehr gemeinsam? Achso, die haben mit einem S, ja, gut. Bin durch. Muss der Game sein. Sicherheitsverstörung? Welche Sicherheitstür denn? Welche Sicherheitstür? Hast du es schon mit einem Reboot des... Oh, schon erledigt. Fein. Ja. Kochplatten, Haarklammern. Das hat sich ja gelohnt. Red X, Red Away. Also gut, dass ich diese Sicherheitstür hier aufgeöffnet habe. Aufgeöffnet. Habe ich auf jeden Fall ich viel gefunden. Aber wir haben mal ein bisschen was erfahren, was die hier ursprünglich geforscht haben. Von den Kyromin. Richtig fies. Also ich daran erinnere, ich kann bald den Kyrulator holen aus Volt. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Soll ich eine Makarov? Ah, mag sein. Ich bin immer schlechte Waffen erkennen. Kyromin. Hallo? Sensor meldet feindliche Präsenz. Ihr Handel aus dem Hinterhalt ist gescheitert. Und jetzt müssen sie sterben. Sie beschädigen alles Eigentum des Instituts. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Naja, ich weiß ja auch nicht. Also das Ding ist auf jeden Fall besser als meine 10mm-Knifte, habe ich das Gefühl, aber... Piper! Hey! Was gibt's denn zu tun? Wir müssen handeln. Ich muss hier nämlich ganz dringend mal kurz ein paar... Impulsminen und Kyrominen und... Das war einfach eine Kronkorkenmine. Kann ich Kronkorkenminen eigentlich wieder auseinanderbauen? Plasmagranaten? Na, die behalte ich... Aufgeregt, was kann das? Die Aufgeregte schießt einfach nur schneller, oder? Bisschen Impro, würde ich jetzt. Ich kann hier leider nicht den. Ja? Kurz Kampflinte. Achso, die Kampflinte ist das andere Ding. Die kenne ich ja leider. Auch nicht wirklich. Achso, Institutpistolen habe ich noch. Aber Waffen sind auf Dauer ganz schön schwierig, wenn man davon zu viel hat. Wer bist du denn noch? Endstation. Wirf einfach den Aufzug an. Aha. Das wird so einfach funktionieren? Den Aufzug anzuwerfen? So
vorm Steuer. Ja gut, die Türme brauche ich wahrscheinlich nicht anmachen. Ich bin mal gespannt, wie gut ich diese Waffe hier muten kann. Muten. Modden. Modden, nicht muten. Hm? Achso, ich bin... Nee, hä? Der Aufzug ist außer Betrieb. Ja, muss ich doch das Terminal benutzen? Achso, ach. Ich habe den oberen Punkt nicht gesehen. Alter, also das ist... dieses. Ach, 12 Schuss. Ich schleppe mal 2-3 MP-Granaten mit rum gegen Vorgänger und vergesse die und da schießt alle normal. Ja, die MP-Granaten... Die werden auch... Die werden wirklich eine gute Idee. Warte, mir fällt gerade auf, der Fahrstuhl fährt wirklich, oder? Der Fahrstuhl fährt der echt? Ich hätte gedacht, dass der... Was ist denn hier los? Ach so, ja klar, die andere Seite muss ja ein bisschen versteckt sein. Oha. Ja gut, bei so einer Basis macht es Sinn, dass es nur einen Fahrstuhl gibt. Oh, lag da unten noch eine Leiche? Ja, die Leiche liegt da schon länger. Sagen wir mal seit... Ein sauberes blaues Kleid. Bald habe ich alle Farben durch, wenn ich die alle mitgenommen hätte. Das war's schon? Die MP-Granaten wären sicherlich super, wenn man die benutzen würde. Wo nach dem Kampf von mir Anquatsch verwehrt von der... Gehörten Soldaten in T-60-Pausen, zu denen die versuchten, die Ordnung aufrechnen. Na gut, dann in so einer Pause beliebt man wahrscheinlich den initialen Erstschlag. Also zumindest, naja, nicht unbedingt den Erstschlag, wenn man den direkt abkriegt, aber wenn man irgendwie in der Nähe steht. Oder Dance hat ja in seiner Pause eindringlich bewiesen, dass er zumindest überlebt, wenn er direkt unter so einem komischen Dings hier rumsteht. Hier so ein Düse. Verdammt, ich komme hier auf den Namen. Ach. Trifft Deacon bei der alten Nordchurch. Bewegung entdeckt? Seltsam. Seem? Seltsam. Das ist also ein Generation 2 sind oder was? Aua! Aua! Die ballern hier ganz schön um sich. Ich bin nicht begeistert. So gar nicht eigentlich. Da ist ja auch noch einer. Warum stellen denn die Sims Geschütztürme auf? Also Geschütztürme sind ja eigentlich dafür da, dass du dich selber nicht... Ist besser gelaufen als erwartet. Naja. Ich hätte ja auch einfach raus schnell reisen können, oder? Ah, oh, guck mal, hier draußen liegen Minen. Wer hätte es gedacht? Aber hier draußen liegen vor allen Dingen nur die normalen Minen, also nicht die Hightech-Minen. Ist ja fast schon so, als hätte sich jemand Gedanken gemacht, nicht die... Was, ich habe 99... Lol, wie viel Energiezellen droppen die denn? Vor allen Dingen, wo habe ich denn bitte schon so viele Energiezellen her? Ich meine, das ist, die haben jeweils immer nur so 9 bei, oder nicht, pro Stück. Wie kommen da mal so viele Energiezellen bei rum? Oder zieht eine Energiezelle mal für 33 Schuss oder so? Also so viel, wie halt in der Waffe drin sind. Weil eigentlich müsste es ja so sein, dass da immer das in einem... Altens! Piper? Ne, Piper ist hier. Ach, Deacon, die Flachpfeife hat die Dinger ausgelöst, oder was? Ach, Deacon. Echt jetzt? Sie ist nicht so... Sie ist nicht fit, Entschuldigung. Aus, wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. Ja. Wir waren ein gutes Team. Das Beste. Wir sehen uns. So wie ich da stand, sah das nicht gerade nett aus. Ach, hier bin ich. Nee. Doch, hier, klar, hier ist der Supermarkt. Hier hab ich mal meine Performance-Tests gemacht. Ich glaube, ich habe mich sogar noch gewundert, warum hier Minen lagen. Aber da war das Lager aber nicht kaputt. Also deiner hätte ich mir auch nie in dem umgesehen. Das ist ja ein Ding. Egal, zurück nach... Deacon! Die Minen wollte ich eigentlich noch wegplündern. Dieser Typ. Liegen hier noch mehr Minen? Draußen alles vermint, also wirklich. Mann. Ich sehe, habe ich glaube ich sogar schon geplündert. Das ist ja schön. Na gut. Wie muss sein, dann lass uns mal kurz nach Sanctuary laufen. Na, ich bräuchte echt mal einen Händler in Sanctuary. Ich müsste die Stadt vielleicht doch mal ein bisschen ausbauen. Einfach nur, damit es da einen Händler gibt. Ich könnte natürlich jetzt auch schnell mein Zeug verkaufen. Ach komm, ich leg das mal alles ab, das ganze Zeug, was ich habe. Verkaufen können wir mal später. Genau, das Ding hier, den Schrottwerfer. Oh, das ist nicht unbedingt der Schrottwerfer, oder? Ist das der Schrottwerfer? Ich weiß nicht mehr wieder... Ne, ich glaube, der Schrottwerfer sah anders aus, oder?
keine Ahnung, ist das der Schrottwerfer? Weil das Ding sieht eher so wie so aus, als wäre so ein Elektrospulen-Dingsmuswerfer, weil es halt vorne so eine Spulen dran hat. Na gut, wie noch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt hier, ist wahrscheinlich, könnte auch ein Getext sein, wenn es dann wieder heißt Fallout 4, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.